Hallo, mein Name ist Sarah Hassmann und ich bin Spielerin der ersten Frauenmannschaft des SC Hoyerswerda. Ich lade Sie recht herzlich am 15.11. ins Berufsschulzentrum um 20 Uhr ein. Da spielen wir gegen den SC KW Görlitz und wir hoffen auf eine tatkräftige Unterstützung von Ihnen. Dankeschön. Die Handballerinnen vom SC Hoyerswerda werden freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Ich esse noch. Darf ich dann endlich mal zahlen? Einfach clever sparen. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zu Ihrer Drehscheibe am Dienstag, dem 11. November. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD ist besiegelt. Die schwarz-rote Landesregierung steht. Nun geht es im Landtag ans Eingemachte. Der Landtagspräsident ist deshalb jetzt zugeschaltet. Herr Rösler, wie wird sich denn morgen die Plenarsitzung am Mittwoch gestalten? Zunächst wird der Ministerpräsident gewählt, wie das unsere Verfassung vorschreibt, anschließend von mir, dem Landtagspräsidenten, vereidigt. Dann kommen wir zur Diskussion über die Geschäftsordnung des Sächsischen Landtags. Das ist die Grundlage, das sind die Spielregeln für unsere parlamentarische Arbeit. Bisher ist noch ungewiss, wer die einzelnen Ministerposten ausfüllen wird. Inwiefern wird denn die Sitzung am Donnerstag Klarheit bringen? Ja, liebe Frau Herrmann, in dieser dritten Sitzung des 6. Sächsischen Landtags wird es zunächst richtig spannend. Der Ministerpräsident stellt die Ministerin und Minister seines neuen Kabinetts vor. Die werden anschließend vereidigt. Und es schließt sich eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten an zum Thema Sachsen ist unser Auftrag. Und nach dieser Regierungserklärung und der damit verbundenen Diskussion kommt dann in einem nächsten Tagesordnungspunkt die gewohnte Aktuelle Stunde mit zwei aktuellen Debatten. Die erste, angemeldet von den neuen Koalitionsfraktionen CDU-SPD, befasst sich mit 25 Jahren friedlicher Revolution. Und die zweite aktuelle Debatte ist von der oppositionellen Linkspartei angemeldet. Hier geht es um das Thema Lausitz, um das Thema Kohle. Lausitz nicht verkohlen ist der Aufhänger und man will dort über den Strukturwandel in der Lausitz diskutieren. Vielen Dank, Landtagspräsident Matthias Rösler. Wir sind natürlich für Sie an beiden Tagen mit der Kamera vor Ort und werden in der Drehscheibe berichten. Und weitere Neuigkeiten des Tages haben wir gleich für Sie zusammengefasst. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Komm auf Tour, so lautet eine neue Offensive der Berufsorientierung im Landkreis, die am Dienstag offiziell gestartet wurde. Rund 500 Jugendliche aus Ober- und Förderschulen werden in den nächsten 3 Tagen einen Parcours durchlaufen, bei dem sie ihre Stärken erkennen sollen. Diese Analyse soll vor allem helfen, sich im großen Angebot der Berufsbilder erst einmal klar zu werden, welche überhaupt in Frage kommen.
Lautes Reden, Lachen und zahlreiche bunte Punkte fallen auf, wenn man den Parcours betritt. Denn es handelt sich nicht um die klassische Berufsorientierung, bei denen sozusagen der Job vorgestellt wird, sondern um ein Finden der persönlichen Neigung. Und das kann durchaus beim Aufräumen im Irrgarten oder auch auf der Bühne passieren. Ja, also es geht in erster Linie darum, das Selbstwertgefühl der Jugendlichen zu stärken. Also sie sollen erfahren, ja, dass sie selbstverantwortlich sind für ihre Zukunft und wir geben einen ersten Anstoß, sich mit der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen. Das Projekt ist auf Jugendliche aus Ober- und Förderschulen zugeschnitten, klassisch also die Schülergruppen, die später eine Ausbildung anstreben. Neu dabei ist, dass man hier Siebtklässler als Zielgruppe gewählt hat. Das ist eigentlich der entscheidende Zeitpunkt für Kinder und Jugendliche, sich eigentlich ganz konkret auch mit den Fragestellungen eines Berufes auseinanderzusetzen. Das Betriebspraktikum steht vor der Tür und wir möchten auch, dass Sie hier ein paar Ideen oder auch vielleicht Stärken herausarbeiten, die Sie dann auch nutzen können, um sich einen entsprechenden Praktikumsplatz auch auszuwählen. Abwanderung und Fachkräftemangel sind natürlich auch im Landkreis Bautzen ein Thema. Großindustrie ist kaum vorhanden, eher der Mittelstand mit seinen manchmal nur 1 bis 2 Azubis. Hier will man ansetzen, um den Nachwuchs in der Region zu halten. Ja, der Landkreis hat ja seit letztem Jahr eine Berufs- und Studienorientierungs Einrichtung geschaffen. Wir arbeiten jetzt mit verschiedensten Partnern zusammen, haben gemeinsam in diesem Jahr ein Leitbild erarbeitet. Und das sind jetzt erste konkrete gemeinschaftliche Projekte, die daraus erwachsen sind. Und da wollen wir uns testen, wollen wir sehen, wie kommen die an. Wir werden die insbesondere natürlich auch von den Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen. Es hilft uns wenig, wenn wir die Projekte toll sind, aber die Kinder hinterher sagen, mir hat es nicht viel gebracht. Und deswegen ist es hier mal ein Start-up. Und wenn es uns gelingt, weitere Partner zu finden, wollen wir das eigentlich auch landkreisweit dann initiieren und umsetzen. Die Chancen, in der Region eine Ausbildung zu absolvieren und danach auch einen Job zu finden, sind so gut wie lange nicht. Nun muss nur noch das Wissen dazukommen, was es genau sein soll. Und an dieser Stelle ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Demnach können Zuwanderern aus anderen EU-Ländern unter bestimmten Bedingungen Hartz-IV-Leistungen verweigert werden. Damit wird dem Sozialbetrug ein Riegel vorgeschoben, sagte heute der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Frank Kupfer in Dresden. Mehr Aktuelles jetzt kompakt. Im Hoyerswerda Rathaus regieren wieder die Narren. Pünktlich um 11.11 Uhr stürmte der Karnevalsclub Gelb-Blau die Treppe. Schlüssel und Stadtkasse wurden traditionell an das Prinzenpaar Norman I. und Stefanie I. übergeben. Für die 3-monatige Regierungszeit bekamen die Narren die Aufgabe, nach kreativen Lösungen zum Dreckproblem in der Stadt zu suchen. OB Skora soll sich erneut mit einem Männerballett an der Abschlussveranstaltung des HKC beteiligen. Denn im vergangenen Jahr wurde dieser Part nicht erfüllt. Eine weitere Baustelle wird in der Hoyerswerda Altstadt eingerichtet. Die Versorgungsbetriebe beginnen ab Mittwoch mit der Verlegung neuer Medien in der Liebknechtstraße. Zwischen der Kreuzung fünfarmiger Knoten bis zum Bahndamm wird halbseitig, also in Richtung Frenzelstraße, gesperrt. Eine Umleitung über die Dillinger und Friedrichstraße ist ausgewiesen. In der Friedrichstraße wurden aus diesem Grund auch weitere Parkverbotszonen eingerichtet. Die Sperrung gilt bis Ende des Jahres. In der Hoyerswerda Neustadt bauen die Versorgungsbetriebe auch. Im WK1, konkret der Dammerau, Reimann und Mehringstraße, werden die Trinkwasserleitungen und Regenwasserkanäle erneuert. Hier wird im sogenannten Inliner-Verfahren gearbeitet, sodass es nur im Bereich der Anbindung zu Behinderungen kommt. Diese Maßnahme soll ebenfalls bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Angekündigt ist die Geschwindigkeit auf der Elsterstraße von 60 km/h auf 50 km/h gesenkt worden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Bautzener Brücke und dem Kreisverkehr in Richtung Senftenberg. Die neue Regelung tritt ab sofort in Kraft.
Der DFB-Stützpunkt in Hoyerswerda hat am Montag einen sportmotorischen Test durchgeführt. Die Mädchen und Jungen sowie ihre Trainer erhalten damit einen Überblick über die eigene Entwicklung. Getestet wird unter anderem Schnelligkeit, Laufgewandtheit, Dribbling und die Ballkontrolle. Im Hoyerswerda-Stützpunkt werden derzeit 20 Fußballtalente gefördert. Mehr zum Thema gibt es übrigens gleich. Rund 47.000 Gäste haben in diesem Jahr in den Anlagen des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Brandenburg ihren Urlaub verbracht. Das waren gut 6% mehr als im Vorjahr, hieß es am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz in Senftenberg. Die Zahl der Übernachtungen 2014 stieg sogar um 12% auf jetzt fast 230.000, was für eine verlängerte Aufenthaltsdauer der Gäste spricht. Traditionell kommen die meisten Urlauber aus Sachsen, Thüringen und Berlin. Einen stetigen Anstieg verzeichnet man auch durch Touristen aus Tschechien. Der Zweckverband betreibt am Senftenberger See den Familienpark, das Strandhotel, einen Komfortcampingplatz und das Wassersportzentrum. Ausführlich berichten wir am Mittwoch. Ab Freitag kommt es zu Schienenersatzverkehr bei der Regionallinie Hoyerswerda-Dresden. Grund dafür sind Weichenbauarbeiten und Softwareanpassungen in der elektronischen Stellwerkstechnik am Hauptbahnhof Dresden. Informationen gibt es auf den Bahnhöfen sowie im Internet unter www.bahn.de/bauarbeiten. Willkommen zurück bei Ihrer Drehscheibe. In den Arbeitsagenturen und kommunalen Jobcentern in Sachsen werden offenbar bei Arbeitslosen immer öfter Drogentests durchgeführt. Das hat eine Anfrage der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag ergeben. Bis Ende August 2014 hätten bereits so viele Drogentests stattgefunden wie im gesamten Jahr 2013. Wie es weiter von Seiten des Wirtschaftsministeriums heißt, werden entsprechend der Bedarfslage über 4000 Tests vorgehalten, die von den Jobvermittlern bei Verdacht veranlasst werden können. Das Wetter jedenfalls verleitet im Moment nicht zu Höhenflügen. Was das genau heißt, sehen Sie wie immer am Ende der Drehscheibe. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Regelmäßig finden in Hoyerswerda Veranstaltungen des DFB-Talentestützpunktes statt. An meiner Seite Regionaltrainer Hans Amlich. Talentestützpunkt klingt nach Förderung. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich Sohn, Tochter habe, die gerne mit dem Ball bolzt und ich der Meinung bin, das ist ein Talent, das will ich fördern? Können die so schlicht einfach bei Ihnen vorbeikommen? Die können zu jeder Zeit vorbeikommen. Die können zu jeder Zeit zum Probetraining kommen und kriegen dann gesagt, ob wir es versuchen oder nicht. Und das passiert nicht mit einmal, sondern da gehen ein paar Wochen ins Land, dass wir mal nachschauen, ob derjenige talentiert ist. Wie kann ich mir so ein Training vorstellen? Was konkret wird hier getan? Wir trainieren die Sportler im Bereich der Technik, weil wir sagen, das Vereinstraining ein-, zweimal in der Woche reicht nicht aus, um das ganze Fußballspielen zu erlernen. Sondern wir wollen mit diesem intensiven Techniktraining zusätzlich zum Vereinstraining die Spieler fördern durch Fordern. Wie sieht es eigentlich aus, wenn Eltern der Meinung sind, mein Kind ist ein Talent und sie nicht ganz der Meinung sind? Gibt es doch manchmal so Knackpunkte? Solche Sachen hat es schon gegeben, ja. Und dann empfehlen wir einfach, zum nächsten Talentstützpunkt zu gehen, zum nächsten Verein zu gehen, sich eine andere Meinung einzuholen und darüber nochmal sich kundig zu machen. Was machen Sie hier anders als beim Training im Verein? Was wird hier das Augenmerk drauf gelegt? Wir haben Trainingsgruppen mit maximal 10 Spielern und es geht um die individuelle Ausbildung des Spielers im Bereich der Technik und individuellen Taktik. Und im Verein sind doch größere Trainingsgruppen und dort wird ja das Wochenendspiel oftmals vorbereitet. Wie sieht es aus, wenn Eltern ihr Kind besonders gefördert haben müssen? Heißt es doch sicherlich auch, dass auch für die Eltern gewisse Anforderungen steigen, oder? Naja, die größten Sponsoren der Kinder sind nun mal die Eltern. Das ist so und es gibt einen Erfahrungswert. Unsere Talente wohnen alle nicht neben dem Sportplatz.
Also Eltern oder Großeltern oder größere Geschwister sind dann immer gefragt, als Fahrgemeinschaft oder als Fahrer aufzutreten und die Kinder dahin zu bringen, wo das Training stattfindet. Es ist leider so. Es wäre ja schön, wenn sie direkt neben dem Sportplatz wohnen würden. Ist vermutlich in den allerseltensten Fällen so. Wie sieht es eigentlich aus? Nun kann ja nicht jeder Bundesliga-Profi hoch bezahlt werden. Mit wie viel Fingerspitzengefühl und trotzdem Motivation muss man da so bei den Schöpkes rangehen? Naja, wir gehen immer davon aus, dass wir sagen, wenn wir uns für einen entschieden haben, dass er ein Talent ist, dass wir ihn fördern wollen, dann gehen wir natürlich auch ganz beharrlich, aber auch behutsam an die ganze Sache ran. Wir unterliegen natürlich auch ein paar Zwängen. Es gibt eben doch diese Geschichte, dass der Talentstützpunkt nur bis zu den U15 geht im Moment. Und wer dann älter ist, der muss dann doch schon in einer höheren Spielklasse verankert sein oder dementsprechend in einem großen Verein. Das ist klar, aber bis dahin haben wir die Möglichkeit, Weichen zu stellen, um den Spieler an die richtige Stelle zu bringen. Wenn Eltern jetzt Interesse haben, wie können die mit Ihnen einfach in Kontakt treten? Ja, unsere E-Mail-Adressen, unsere Telefonnummern sind überall veröffentlicht. Also das kommt gar nicht so selten vor, dass wir angerufen werden oder angemailt werden, wie das aussieht, ob wir mal vorbeikommen können. Und da kann man das einfach machen. Also wir rufen dann auch auf jeden Fall zurück und wir machen uns kundig, denn es könnte ja in dem Moment die größte Perle verloren gehen, wenn wir das nie machen. Wie viele Perlen haben Sie denn persönlich schon gefunden? Oh je, mein Leben, das ist ja nur schon ein bisschen älter. Ich sage mal spaßeshalber, in meinem früheren Leben, ich war nie der erste Trainer, aber ich war immer der Talentetrainer und habe insgesamt 7 Bundesligaspieler 2 Jahre lang auf die Sportschule vorbereitet. Bloß mal so nebenbei. Jetzt in dem jetzigen Leben sieht das so aus, dass wir also doch schon einige Spieler auch dementsprechend begleitet haben, die da recht gute Fußballer geworden sind. Und für Hoyerswerda haben wir ja mit Toni Janschke doch ein ganz aktuelles Beispiel, der ein guter Fußballer ist und hier begonnen hat. In dem Sinne wünsche ich dem Talentestützpunkt weiterhin ein gutes Händchen. Dankeschön. Der Hoyerswerder Spätleseverein lädt am Mittwoch in die Bräulerbar in der Curiestraße zu einem Vortrag mit Dr. Werner Jorger ein. Er beginnt um 14 Uhr. Der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda veranstaltet am Mittwoch im Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße eine Kindermärchenstunde. Sie beginnt um 15 Uhr. Im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda können Mädchen und Jungen am Mittwoch eine PowerPoint-Präsentation erstellen. Treff ist ab 16.30 Uhr. Und das Cinemotion Hoyerswerda zeigt am Mittwoch neben den Filmen des regulären Programms in der Reihe Kino für Kenner um 18.15 Uhr das Drama Die geliebten Schwestern. Nachts Wolken und Nebelfelder, teilweise Auflockerungen und überwiegend niederschlagsfrei bei 10 bis 7 Grad. Am Mittwoch wolkig mit Aufheiterungen und meist trocken, teilweise auch länger bewölkt oder trüb, dabei sehr mild mit 13 bis 16 Grad. Das war die Drehscheibe für Dienstag. Morgen melden wir uns, wie angekündigt, aus dem Sächsischen Landtag mit der Wahl und der Vereidigung des Ministerpräsidenten. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen.